Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Heute mit einer Retro-Glühbirne für HomeKit, für Amazon Echo und für Google Home. Die HomeKit-Glühbirne von Meros kostet standardmäßig 27 Euro. Heute bekommt ihr sie für 20. Deswegen, wenn ihr diesen Deal wahrnehmen wollt, dann seid ihr definitiv schnell. Link ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Wir gucken uns jetzt einmal zusammen an, was diese HomeKit-Glühbirne alles leistet und vor allen Dingen natürlich, für wen sie sich eignet. Meros hat sich schon seit langer Zeit mit in den Sublabels Reforce unter anderem dazu verschrieben, dass man hier wirklich günstige Anbieterprodukte rausbringt für das HomeKit-System, heißt Siri steuerbar. Und was ich sehr, sehr cool finde, das ist mittlerweile sehr gut gelungen. Gerade komplett produktportfoliotechnisch hat Meros sich hier umgestellt. Ebenfalls allerdings auch die Sublabels. Und das muss man ganz klar sagen, sie sind preis-leistungstechnisch die günstigsten HomeKit-Anbieter am Markt. Heißt, wenn ihr generell auf der Suche seid nach günstigen HomeKit-kompatiblen Produkten, guckt hier zuerst nach, weil hier könnt ihr definitiv richtig was sparen. Meros hat diese Retro-Glühbirne damals als Standard-LED-Glühbirne rausgebracht für den Smart-Home-Markt. Und ich muss persönlich sagen, ich finde die schon immer sehr, sehr schick. Gerade wenn wir uns die gesamte Optik einmal anschauen, dieses offene Drahtgeflecht im Prinzip, ganz klassisch Retro. E27er-Fassung eignet sich natürlich dann auch perfekt, wenn ihr so offene Fassungen habt, beispielsweise für eine Bar etc., um das Ganze so ein bisschen in dieses Retro-Licht einzutauchen. Und natürlich farbtechnisch auch super interessant, aber das gucken wir uns gleich einmal an. Anzubinden ist diese Lampe ganz normal über WLAN, heißt, ihr benötigt hier keinen Hub und könnt sie über die Meros hauseigene App einmal einrichten. Habt ihr das getan, dann kann es auch schon direkt losgehen. Die Glühbirne selber, wie gesagt, mit E27er-Fassung ist dann auch kompatibel mit Siri, Amazon Echo, Google Home und mittlerweile sogar Samsung SmartThings. Was ich hier cool finde ist, ihr könnt euch von Anfang an aussuchen, mit welchem System möchtet ihr diese Glühbirne nachher steuern. Soll das HomeKit sein, direkt einfach in HomeKit die Einrichtung starten, dann könnt ihr den Schritt im Prinzip komplett überspringen, wo ihr das Ganze in der Meros App einbindet. Einmal eingebunden, könnt ihr hier Zeitpläne festlegen, ihr könnt natürlich Szenen programmieren und könnt von überall in der Welt das Licht steuern. Das schöne warmweiße Licht, was hier erzeugt wird, hat auch diesen wunderbaren Retro-Charakter. Man sieht sehr, sehr schön in der Lampe natürlich alles einmal aufleuchten und dadurch kommt auch dieses Retro-Feeling richtig gut rüber, obwohl es natürlich eine moderne Birne ist, aber das passt einfach fantastisch. Von daher, wenn ihr sie haben wollt, für 20 Euro gibt es derzeit keine günstigere Retro-Glühbirne fürs HomeKit-System. Nutzt das aus. Link ist wie gesagt für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Habt ihr Fragen, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.